Vieles ist neu bei der Austria in dieser Saison. Das konnte man bereits im ÖFB Cup gegen Stadl Baura erkennen. Neue Gesichter in der Mannschaft und die Fans dürfen wieder in das Stadion. Groß daher die Freude bei den Spielern und sie erwischen einen Traumstart bereits nach 50 Sekunden das 1:0 durch Okan Aydin. Das 2:0 kurz vor der Pause durch Neuzugang Thorsten Marrer, der damit ein perfektes Debüt für die Austria erlebt. Auch das 3:0 durch einen Debütanten Markus Pink trifft gleich in seinem ersten Spiel. In Minute 68 sorgt Okan Aydin mit einem wunderbaren Treffer für die Vorentscheidung. Ja, ich glaube im Cup gegen einen unterklassigeren Verein ist immer wichtig, dass man schnell das Tor schießt, das haben wir geschafft. Okay, wieder mit seiner überragenden Schusstechnik wieder zwei Tore gemacht, ja, er ist so wichtig für uns. Besonders erfreulich, auch der 19-jährige Fabio Markelic krönt seinen ersten Auftritt im Wörthersee-Stadion mit einem Treffer. Das 6:1 durch den ebenfalls neuen Kapitän Markus Rusek. Der Salto beim Torjubel bleibt diesmal aus. Ich habe jetzt ziemlich spätes Tor geschossen heute leider und da ist es nicht mehr ausgegangen. Zum Schluss darf sich auch Florian Jaritz in die Torschützenliste eintragen. Die Austria steht damit in der zweiten Runde des ÖFB Cups. Jetzt heißt es volle Konzentration auf den Liga-Auftakt in zwei Wochen. Ja, ich glaube, wir haben die zwei Wochen Urlaub richtig gut genutzt, da im Kopf wieder bereit zu sein für die neue Aufgabe und wir wollen das dieses Jahr unbedingt schaffen. Wir haben auch gute Qualität dazu gewonnen mit den neuen Spielern und ja, jetzt erst recht, würde ich sagen. Wir haben auch das Trainingslager genützt, damit wir körperlich ein bisschen was zulegen. Jetzt werden wir nächste Woche nochmal intensiv trainieren und dann haben wir eh schon Blau-Weiß-Linz. Und wie gesagt, da müssen wir schauen, dass wir gleich gut in die Meisterschaft starten. Bitte.